Hallo Leute, ciao von Andrea Ungo. Gut, heute will ich mal dir zeigen, was eigentlich passiert ist und was passiert wäre, hätte ich gearbeitet. Du weißt, ich habe für eine lange Weile meine Systeme ausgeschaltet. Ich habe dir erklärt, dass die Volatilität zu hoch war und die Bewegungen waren nicht mehr die üblichen Bewegungen in den Märkten. Und diese Riesenbewegungen, die stattgefunden haben, die haben einfach irgendwie die Normalität weggebracht, sodass die Systeme nicht mehr nach statistischen Werten gut arbeiten könnten. Das war meine Angst und deswegen habe ich nach einigen Verlusten, wenn ich gesehen hatte, dass die Situation nicht sauber genug war, habe ich die Systeme ausgeschaltet. Jetzt Anfang April habe ich langsam wieder mehrere Systeme gestartet und ich habe dir schon gesagt, ich hatte das Gefühl, dass ungefähr, ich habe keine riesengroße Verluste vermeiden konnte, die Systeme haben ungefähr null geschafft, das war mein Gefühl. Jetzt, Anfang des Monats, habe ich kontrolliert, jeden Monat kontrolliere ich und schaffe eine Routine für meine Systeme, da weiß ich genau, was die Ergebnisse sind und was ich machen soll für kommende Monate. Jetzt will ich dir mal direkt zeigen, was passiert ist und was passiert wäre, hätte ich gearbeitet. Zeige dir auf der Cloud. Also ja, wie gesagt, da sind dieses Datei hier ist die Datei, die ich von meiner Software bekomme, mit allen Infos, um was ich machen soll und wie es so weit gegangen ist mit meinen Systemen. Es hat nur das letzte Jahr hier und es geht von Ende 2018 weiter, weil das brauche ich nicht total. Und das geht nur um die Systeme auf Futures. Okay? Du hast etwas vielleicht seit einigen Wochen gesehen und mein 2019, jene Ergebnisse waren direkt vom Broker und dort waren alles enthalten. Futures, Aktien, Spiele mit Optionen und so weiter. Aber meistens Futures auch in jenem Fall. Und diese hier sind nur die Handelssysteme mit Futures, okay? Na gut, was ist eigentlich passiert? Die blaue Linie ist die Linie mit den aktiven Filtern auf meiner Software. Das ist die Linie, wo die Systeme ein- und ausgeschaltet werden, wenn ich etwas nach dem Filter, die ich programmiert habe in der Software, die heißt Titan. Die rote Linie sind die Ergebnisse ohne diese Filter. Das heißt, die rote Linie zeigt, was die Systeme geschafft hätten, wären alle Systeme erlaubt zu arbeiten und die waren dann nur begrenzt nach Position Sizing Modelle. Das heißt nur nach den Kalkulationen, die man durchführt mit Positionsgröße Abrechnung. Wir sind ähnlich in dem Fall, okay. Hier war es sogar noch besser, nichts auszuschalten, dann war es etwas besser. Was ist passiert? Ich habe dir schon gesagt, ich habe meine Systeme ausgeschaltet, wenn alles echt losging mit der Coronavirus-Geschichte, da die Volatilität zu hoch war. Und nach einigen Blicken hatte ich das Gefühl, dass die Systeme, einige haben etwas verloren, einige hatten etwas verdient. Und ich habe gedacht, ich war ungefähr am gleichen Niveau, ich meine, plus oder minus null. Dann habe ich jetzt am Samstag, das war dann 4. April, jeder erste Samstag vom Monat, laufe ich durch diese Analyse und ich bekomme die Liste von den Systemen, die ich für den kommenden Monat laufen lassen soll und auch die Ergebnisse von der vorherigen Liste natürlich. Was ist passiert? Das ist die blaue Linie, siehst du? Ende Februar, wenn alles echt losging mit den Schwankungen, die wir gesehen haben, haben die Systeme verloren. Okay? Und
Ich habe hier Anfang März entschieden, die Systeme auszuschalten. Habe einige Verluste vermeiden können hier, hier ganz unten. Aber dann, ich muss ehrlich sagen, wenn ich diese Linie gesehen hatte, ein bisschen verrückt war ich. Das bedeutet, ich habe diese Gewinne nicht im Realkonto gehandelt. Ich habe dieses Teil der Equity-Linie nicht mitgehandelt, weil ich der schlauste Mensch in der Welt bin und ich habe entschieden, die Systeme auszuschalten. Okay, ich war ruhiger, muss ehrlich sagen. Die Schwankungen waren so hoch, die Wolle war so hoch, habe ich schon erklärt. Und ruhig schlafen hat keinen Preis, obwohl der Preis in dem Fall war ziemlich teuer. Wenn ich jetzt die Periodical-Analyse kontrolliere, das sind jetzt die Monatsergebnisse von den Systemen, habe ich etwas dagegen in Richtung von 300.000 Euro, 370.000, weil das ist auch die erste Tage von April, wo ich noch nicht total mitgehandelt habe. Und diese habe ich einfach nicht in meiner Tasche und nur in Theorie hätten die Systeme dieses Geld verdient. Ich war so schlau, dass ich ein großes Teil von diesen 99.000 Euro verloren habe, aber ich war, wie gesagt, ein Fuchs und habe diese Gewinne nicht mitgehandelt. Das sind also nur theoretische Gewinne, die ich nicht geschafft habe. Woher kamen die Gewinne? Hier sieht man Monat nach Monat die Ergebnisse. Pass auf, diese Teile hier sind die Ergebnisse von dem reinen Monat. In dieser Tabelle, obwohl das vielleicht uninteressant ist, sind die Gewinne von der Periode, wo diese Liste von Systemen eingeschaltet waren. Die Liste von den Systemen wechselt jeder erste Samstag des Monats und die Gewinne, monatlichen Gewinne gehen natürlich von 1. bis zum 31. oder 30. und so weiter. Das ist das kleine Unterschied. Aber wie gesagt, die Gewinne waren ein bisschen überall. Großes Teil kam von den Mini-SNP-Strategien. Die sind hier, diese da. Und wenn man die mal alle kontrolliert, die haben insgesamt 168, sieht hier die Summe unter rechts, geschafft. Gut, aber auch die anderen Systeme haben gut gehandelt. Was ist zum Beispiel beim DAX passiert? DAX hätte mit den Systemen, die in Theorie live waren, 20.000. Das siehst du vielleicht nicht, aber ich kann es sagen, das ist die Summe von dieser Ergebnis hier. Crude Oil hat wenig gearbeitet, nur 6.000 Dollar hat es geschafft und das ist natürlich wenig im Vergleich zu was passiert ist in Rohöl. Gold hat auch etwas geschafft, sehen wir sofort, nicht besonders, muss ich ehrlich sagen, das sind 20.000 Euro, okay, 20.000 sind wohl eine große Summe, aber ich meine nichts besonders im Vergleich von den anderen Ergebnissen, die wir haben. Nasdaq-Strategien haben auch ungefähr 24.000 Dollar geschafft und ja, insgesamt für die ganze Periode waren das 430. Einige habe ich, wie gesagt, einige Verluste von Anfang, Ende Februar habe ich glücklicherweise vermeidet, aber das große Teil von den Gewinnen in der Periode vom ersten Samstag von März bis erster Samstag von April habe ich gar nicht mitgehandelt. Einige Strategien habe ich gehandelt in dieser Periode. Das waren die Strategien, die ich bei der Workup Advisor in den USA habe. Das ist das klassische Programm East-West und das hat weiter gehandelt. Das ist von heute, in dem Moment ist es 8. April. Das waren die Trades in der Nacht eigentlich. Zwei Gewinne und dann ein Stop-Loss auf Hang Seng. Das andere Programm war hier auf Min-S&P und Bonds, hat auch ähnliche Ergebnisse geschafft. Und das neue Programm Micro-ES auf Micro-Future, das ist für kleinere Kunden, hat auch in diese Tage gehandelt. Und diese haben auch etwas verdient jetzt in der letzten Periode. Aber das große Konto auf Interactive Brokers, das unten, das habe ich nicht eingeschaltet. Also das ist, was passiert ist. So, der schlauste Trader in der Welt, der sitzt da. Ja, es passiert.
happy bin ich nicht, aber auch nicht zu traurig. Es wäre vielleicht besser gewesen, aber es ist keine Katastrophe. Es wäre schlimmer gewesen, hätte ich das Geld in der Tat verloren, statt nicht gewinnen. Aber okay, soll ich davon etwas lernen? Ich lerne immer noch, habe ich gesagt, und ich lerne immer noch und ich mache immer noch Fehler. Das war ein Fehler, wenn man das nachher sieht. Ein teures Fehler. Und ich, der Training Weltmeister, der sollte der Beste sein, der war nicht der Beste, er war der Doofste in dem Fall, aber war auch ruhig genug. Also ich hatte Ruhigkeit, teure Ruhigkeit, aber keine Gewinne. Die Systeme waren also besser programmiert als gedacht. Die Systeme haben besser funktioniert als erwartet. Mein Gefühl, dass die Wohler die Systeme stören könnte, war schlecht. In der Tat haben die Systeme erstmal wohl Geld verloren, da habe ich mitgehandelt. Und dann, wenn die Volatilität noch hoch war, aber nicht so hoch, dass alles durcheinander war, haben die Systeme wieder richtig funktioniert. Und du hast gesehen, wie viel Geld die Systeme verdient hätten. Haben eigentlich, nur ich nicht. Aber okay, das ist passiert. Automatisch handelt, aber die gute Nachricht für mich ist, dass die Systeme richtig arbeiten und das ist für mich wichtig, weil hätte die einen Haufen Geld verloren, wäre ich jetzt in Zweifel wieder zu starten oder irgendwas zu tun. Okay. Nein, die haben gut funktioniert, das ist die wichtige Nachricht für mich. Ja, der Schlaue. Okay, bist du auch neugierig, was sind die Trainingssysteme und so weiter? Hier kannst du etwas mehr lernen, meinen Link unter dem Video. Kannst du fragen, kommentieren, was hast du gemacht in diesem Monat? Was hast du während den Schwankungen, die wir erfahren hatten, gehandelt? Hast du gehandelt? Hast du verdient? Hast du verloren? Was ist bei dir passiert? Da bin ich neugierig. Und wie handelst du natürlich? Automatisiert oder diskretionär? Das sind alle Infos, die ich gerne bekommen werde. Du kannst dich hier registrieren, wie gesagt, wenn du neugierig bist. Mein Handbuch auch runterladen bei der tradingweltmeister.de Webseite. Erfolgreich gerade so geht, heißt das Buch. Und wenn du noch nicht das gemacht hast, abonniere meinen Kanal, sodass du sofort weißt, wenn etwas Neues kommt. Das war's, Leute. Wir treffen uns nächste Woche wieder. Ciao, vor der Hunger. Ciao aus Italien.